Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeigen wir euch Kinokiste. Das ist eine Internetseite, auf der man Filme gucken kann, wie auf Kinox, bloß auf dem iPod, iPhone oder iPad. Die Internetseite ist relativ einfach aufgebaut. Oben in der Navigation kann man zwischen Serien, Blockbustern, neuen Filmen und Kinofilmen switchen. Okay, jetzt zeige ich euch erstmal, wie das funktioniert. Ich suche jetzt hier mal den Film Aushilfsgangster. Jetzt klickt man auf die Fläche von Aushilfsgangster. Und dann kommen wir auf eine neue Seite. Und weiter unten, unter der Werbung, findet ihr einen Button, da steht EcoStream drauf. Und wenn ihr darauf klickt, kommt man auf eine neue Seite. Und hier ist jetzt dieses Bild, wo man eigentlich denkt, jetzt könnte man draufklicken und dann würde der Film losgehen. Aber nein, jetzt öffnet sich ein neues Fenster. Und in dem neuen Fenster müsst ihr Start Stream drücken und wenn ihr das jetzt getan habt, dann kommt nach einiger Zeit dieses normale Zeichen, was man auch vielleicht von irgendwelchen anderen Seiten kennt, das Play-Zeichen. Und dann lädt das ein bisschen, je nachdem wie die Internetverbindung ist, dauert es länger bzw. geht es schneller und dann geht der Film auch los. Um diese Seite zu finden, müsst ihr einfach nur kinokiste.com eingeben. Er leitet euch dann sofort auf die mobile Seite weiter. Wenn ihr dann noch eine App von Kinokiste haben wollt, dann geht ihr auf dieses komische Zeichen mit dem Pfeil drauf und dort auf zum Homebildschirm hinzufügen. Dann könnt ihr der App noch einen Namen geben. Ich gebe ihr jetzt Kinokiste. Und dann habt ihr auch selber eine Kinokiste-App.